Ein klar erkennbares Ziel hat die Erfurter Montagsdemo nicht. Hier geht es irgendwie um und gegen alles. Gegen den Kapitalismus, gegen Europa, gegen das System. Das ist alles schnell gesagt oder geschrien. Nur wie die angeprangerten Ungerechtigkeiten in der Welt beseitigt werden können, dazu kein Wort. Wir sind nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass eine kleine politische Kaste in einem abgeschirmten politischen System in unserem Namen spricht, jedoch nicht in unserem Sinne handelt. Wo diffuse Ängste und Unsicherheiten herrschen, tauchen schnell Populisten auf. Die liefern scheinbar einfache Erklärungen für komplizierte Probleme, nämlich Feindbilder. Die USA zum Beispiel. Damit sehen sie aber eher Hass und keinen Frieden. Hier auf dieser Friedenskundgebung sind alle eingeladen, die für den Frieden sind. Egal ob vernünftig gewordene Linke oder vernünftig gewordene Rechte. Es ist auch die Antifa eingeladen. Immer wieder derart provoziert und auch Rechte willkommen heißt, protestierten mehr als 100 Menschen gegen ihn und die Montagsdemo. Lautstark demonstrierten sie gegen einen Rechtspopulismus, der die Probleme mit verstecktem Antisemitismus und Nationalismus lösen wolle, wie sie meinen. Und es ist ganz klar, dass hier Nationalismus mitschwingt. Es wird aus mehreren Reden ersichtlich, dass Antisemitismus mitschwingt. Und es ist ein... Wo ist bitte Antisemitismus, wenn ich Banken kritisiere? Das verstehe ich. Doch es distanziert sich auch niemand von diesem Plakat zum Beispiel, das einen zionisierten, also vermeintlich vom Judentum dominierten Westen zum Feindbild erklärt. Auch Rechtsextremisten werden nicht ausgeschlossen. Dabei zeigen zumindest einige klar, wessen Geisteskind sie sind.